Meine lieben Elex-Freunde, da sind wir wieder zurück und die Arena will immer noch Blut sehen. Das heißt, wir gehen zu Attila, speichern natürlich vorher, so, zack, und nehmen die nächste Arena-Herausforderung an. Ich will nur mal eben gucken, Heiltränke habe ich genug, so, ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Gut. Auch wenn es sicher kein Kinderspiel wird. Ja, wir gucken mal. Sei gewarnt. Nicht, dass du deine Entscheidung bereust. Ja. Legen wir los. Ungeduldig, wie? Oh ja. Ich führe dich in die Arena. Mach dich bereit. Jawohl. Ja. So, der ist weg. Glück gehabt. Yes, komm her. Tada! Die nächste Kandidatin auf deiner schwarzen Liste? Korrekt. Ich wusste immer, dass sie ihm vorgeblieben ist. Ich habe nur an der falschen Stelle gesucht. Erzähl mir von ihr. Sie war meine beste Freundin. Ihr Name ist Cherry. Aha. Wir haben eine lange Zeit eine Menge Unsinn angestellt. Die Männer lagen uns zu Füßen. Und wenn uns einer gegen den Strich ging, haben wir ihn ziemlich schnell aus dem Weg geräumt. Verstehe. Noch jemand von deiner Sorte? Sie macht mir jetzt schon Angst. Ja, aber echt mal. War eine geile Zeit. Doch irgendwann liefen die Dinge nicht mehr ganz so rund für uns beide. Ich glaube, Cherry hat es nie verkraftet, dass mir Männer immer noch einen Tick wichtiger waren als meine Beziehung zu ihr. Was hat sie getan? Sie hat einen ihrer Verehrer zu hart angefasst. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen von Krähen zerfressen auf dem Schrottplatz im Fort aufgefunden. Mir war sofort klar, dass es Cherrys Werk war. So grausam konnte nur sie sein. Oha. Wow. Und das aus deinem Mund, es besteht also doch noch Hoffnung bei dir. Wow. Und das aus deinem Mund, es besteht also doch noch Hoffnung bei dir. Vergiss es. Hör mal, du Vogel, eins noch. Hast du in letzter Zeit zu wenig Schlaf gekriegt oder was? Leider war der Kerl ein wichtiger Handlanger meines Bruders, dem Duke. Er hätte Cherry vierteilen lassen, wenn er es herausgefunden hätte. Also hat Cherry mir den Mord in die Schuhe geschoben. Oh, das ist aber nicht nett. Da mein Ruf im Fort sowieso schon ziemlich im Arsch war, hätte mir auch keiner meine Version der Geschichte abgekauft. Das war der Tag, an dem du aus dem Fort geflohen bist, nehme ich an. Ich hatte keine andere Wahl. Ja. Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Okay. Ja, jetzt haben sich hier die Ereignisse überschnitten. So, wir haben hier die Viecher platt gemacht und dann kamen sie schon an. Aber wir haben es geschafft. Easy peasy. Wir ziehen den Hebel und gehen raus. Bei Ravak, das macht dir so schnell keiner nach. Und hier ein paar Sachen von jemandem, der weniger erfolgreich in der Arena war. Ja, danke. Dich hätte ich vor 30 Jahren an meiner Seite brauchen können. Mit dir in den Stollen auf Jagd. Ha, allein die Vorstellung beflügelt meinen Geist. Heute kann ich kaum meine Klinge halten. Beschämend. Das redest du dir ein. Das redest du dir nur ein. Naja, ein paar Trockenübungen können nicht schaden, um wieder in Form zu kommen. Aber zu dir. Komm später vorbei, wenn du bereit bist, die nächste Herausforderung anzugehen. Jawohl. In der Zwischenzeit treffe ich die Vorbereitungen und lasse die Unordnung in der Arena beseitigen.
Okay. Alles klar, guck mal. Cool. Haben wir wieder was geschafft. Warte mal, ich werde Nesti jetzt ansprechen. Konnte er nur so dumm sein? Wir machen mit ihrer Freundin dann mal weiter. Wo ist deine Freundin Sherry? Wir werden sie aufsuchen. Nenn sie nicht so. Die Zeiten sind lange vorbei. Komm mit, wir sehen nach, was meine Informationen tatsächlich wert sind. Okidoki. So, jetzt bin ich gespannt. Hier soll es sein. Sherry soll sich in einem der Müllhaufen unterhalb des Fonds durchschlagen. Aha. Ich hatte nicht erwartet, dass sie so tief sinken würde, sonst hätte ich sie vermutlich schon viel früher gefunden. Interessant. Schnell speichern. Weitermachen. Nicht drüber nachdenken. Los, mach schon. Ich bin hinter dir. Ja, alles klar. Ich bin mir nicht sicher, ob mir gefallen wird, was gleich passiert. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. So, aber wir gucken. Okay. Böse Musik. Jetzt bin ich überrascht. Hier ist doch niemand. Oder etwa doch? Ah, da vorne. Ja gut, dann gehen wir mal gucken. Da. Ey, verschwinde, komm morgen wieder. Bei mir ist heute geschlossen. Sherry? Was denn? Jetzt brät mir doch einer einen Storch. Bist du das? Nesti? Meine Fresse, bist du runtergekommen. Was machst du hier? Ich dachte, du wärst bei den verschissenen Fanatikern in der stinkenden Grotte untergekrochen. Ja, das war ich auch. Aber was zur Hölle hast du mit dir gemacht? Ich erkenne dich kaum wieder. Ach was. Jetzt, nach so vielen Jahren, nachdem ich nur noch ein Schatten meiner selbst bin, kommst du wieder angeschissen? Glaubst du, ich hab mir das ausgesucht? Du warst weg und alles hier wurde zu scheiße. Hör auf, mich anzukacken. Du Miststück, hast mich über die Klinge springen lassen. Hast du das etwa schon vergessen? Ich jedenfalls nicht. Das ganze Fort war hinter mir her. Ach, Schätzchen. Du weißt ganz genau, dass ich gar keine andere Wahl hatte. Dein Bruder, der Mistkerl, hätte mich an seine Schakale verfüttert, wenn er herausgefunden hätte, dass ich seinen besten Mann erledigt habe. Ich hatte die leise Hoffnung, dass er dich verschonen würde. Du bist seine Schwester, verdammt nochmal. Glaubst du, ich weiß das nicht? Erklär mir nicht, was für ein Arschloch mein Bruder ist, okay? Du hast deinen Beitrag zu meiner Verbannung geleistet. Also steh wenigstens dazu und hör auf, mich mit deiner Scheiße voll zu labern. Du hast mich verlassen. Und das werde ich dir niemals verzeihen. Oh oh. Ach, komm schon, hör auf damit. Du hast mich einfach sitzen lassen. Wegen einem Kerl. Wegen einem Kerl. Weißt du, ich kam hierher, um mit dir abzurechnen. Doch ich muss feststellen, du bist eigentlich schon gestraft genug. Sieh dich nur an. Mich verlassen. Alles, was ich noch tun kann, ist dich zu bemitleiden. Wegen einem Kerl. Komm, Jax, lass uns verschwinden. Wir sind hier fertig. Okay. Krass. Leichtes Schloss knacken. Das war wohl nichts. Na, so leicht ist das gar nicht. Das war wohl nichts. Na, komm. Das war wohl nichts. Ja, weiß ich doch. So, ey, so leicht ist das wirklich nicht. Heftig. Das war wohl nichts.
Egal. Dosenfleisch. Elixitbeutel, jawohl. Okay. Wir... Oh, was ist denn da vorne los? Eieieiei. Warte mal. Ein dickes, fettes Vieh. Ja. Hier waren wir schon mal. Würde zu gern wissen, wer hier den Dreck weggeräumt hat. Würde zu gern wissen, wer hier den Dreck weggeräumt hat. Mach die Augen auf. Dreck gibt's hier doch genug. Ja. Ich rede von Kadavern. Typen, die eine große Fresse riskiert haben. Dreck eben. Die Berserker haben keine Fantasie bei der Bestrafung. Bap. Dankeschön. So, guck mal, das hat sich gelohnt. Gut, haben wir das auch erledigt? Ich bin am Überlegen, was wir denn mal jetzt als nächstes machen können. Warte mal. Offene Rechnung. Servomotoren. Attila. Gostas. Wettkämpfe, ja. Ehre dem Lumpenpark. Alliierte wider Willen. Point of no return. Okay. Okay. Wir gehen zurück in die Bastion. Und gucken mal, was da so abgeht. Ich muss nochmal Geisttraining machen. Dazu brauche ich aber... Crony. Wo ist er? Da unten irgendwo wieder am Rumäumeln. Da kommt er schon. Hallo. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Ja, ich weiß. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Jawohl. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Wunderbar. Danke, das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Super. Stand by. Ja, stand by. Naja. Gut. So, wir gehen nochmal zurück. Kopfgeld für Dixon. Oh, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Weil eigentlich will ich den Dixon ja nicht töten. Okay, Ehre dem Lumpenpack. Mal sehen, was das... Ach, geht gar nicht, ne? Das gehört hier wahrscheinlich zu. Okay, warte mal. Karte. Stöpsel Nero. Thompson Town. Ja, das ist in der Grotte. Ich mach das einfach mal. Mal sehen, was passiert. Vielleicht kann es auch sein, dass wir deswegen in der einen Quest nicht weiterkommen. Da, wo uns quasi der Viper fehlt. Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren das einfach mal. So. Einmal speichern. Zack. So. Ich will mir dein Kopfgeld verdienen. Dixon angreifen. Ich will mir dein Kopfgeld verdienen. Immerhin versuchst du nicht die hinterhältige Tour. Ja, das stimmt.
Auch wenn ich mich frage, was in deinem Kopf nicht stimmt. Erst hilfst du mir bei der Sache mit meiner Frau und jetzt willst du mich den Würmern vorsetzen. Ja. Da hättest du dir die Mühe sparen und den Grabschmuck gleich hier lassen können. Komm, bringen wir es hinter uns. Ich habe das alles so satt. Der ist hinüber, sagt er. Eieieiei. Ja, ob das jetzt gut war, weiß ich nicht. Wir werden sehen. So, und hier war noch die Tante, die Servomotoren haben wollte, ne? Warte mal. Da. Die ist hier auch irgendwo, glaube ich. Mal eben gucken, ob ich die finde. Hier geht's, glaube ich, zur Arena, ne? Warte mal. Lasst uns mal gucken. Wir warten hier durch Dreck längst verstorbener Leute. Ja. Auch schön. Hier sind wir falsch. La, la, la. Ah, die stand irgendwo bei so Metalldingern. Gar nicht so einfach hier. Weil das so riesig ist. Okay, hier ist der Ausgang. Dann müssen wir hier vorne lang. Okay, alles klar. Ach du Scheiße. Alexei. Hallo? Yes. Sorry. Das ist besser für dich, glaub mir. Sorry, ich wollte doch nur mit dir reden, Alexei. Mach doch nicht gleich diesen hier. Den haben wir hier hinten. Eine Wache, okay. Oh oh. Ja, die haben es wohl hinter sich. Gefangener. Nee, jetzt nicht. Nee, jetzt nicht, sagt er. Er hat keinen Bock. Boah, krass. Komm in ein paar Stunden wieder. Ja. Eieieiei. Gefangene. Okay. So eine Art Gefängnis, glaube ich. Interessant. Da geht's runter. Igor. Ich hab gesagt, was es zu sagen gab. Also, verschwinde. Okay. Sorry, Igor. Ich wollte ja nicht stören. Aber ich suche jemanden. Ja. Viktor. Normalerweise stand die Tante immer hier. Geh mir aus dem Licht. Okay, Entschuldigung. Krass. Na, vielleicht arbeitet sie gerade nicht. Könnte ja auch sein, ne? Na gut, egal. Wir gehen mal die Quest ab. Ehre dem Lumpenpack. So, dazu müssen wir zu Nero. Alles klar. Das machen wir. La 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 la. Guten Tag, Darius. So, der ist natürlich wieder oben, ne? Da, wo wir eigentlich nicht hin dürfen. Ah, warte mal, was ist das hier für eine Hütte? War ich hier schon?
Ah, okay, hier gibt's nichts für uns. Alles klar. Ist aber auch ein schöner Ort. So, Lagerfeuer mal eben benutzen. Wir können wieder Fleisch zubereiten. Jo, danke. Zack, danke. Sehr schön. Ich mag die Ecke voll. Das ist ganz merkwürdig. Eigentlich ist sie... Wer treibt sich hier herum? Ja, ich gehe ja schon. Eigentlich ist sie ja total abgeranzt. Sag das nicht noch einmal. Aber irgendwie auch cool. So, hier. Nero. Wegen der Kopfgelder. Wegen der Kopfgelder. Gibt es einen Grund, warum du diese Arbeit machst? Gibt es einen Grund, warum du diese Arbeit machst? Deinen Wissensdurst will ich gerne stillen. Nur muss ich für die Antwort etwas ausholen. Dann hol mal. Stell dir vor, du malst ein Bild. Sagen wir, einen Regenbogen. Natürlich brauchst du Farbe. Viel Farbe. Rot, gelb, grün, blau. Nur um dein kleines Meisterwerk ins rechte Licht zu rücken. Während du dir das alles zusammenlegst, kommt jemand und stiehlt das Rot. Ersatz, das weißt du, gibt es nicht. Also gibst du klein bei und malst mit dem Rest weiter. Als du fertig bist, fällt dir auf, dein Regenbogen ist kein Regenbogen. Er ist ein Haufen Scheiße. Und anstelle von Farben siehst du schwarz. Jetzt kommst du zu mir und berichtest, was vorgefallen ist. Der Dieb hingegen wähnt sich in Sicherheit. Dass er sich die Finger schmutzig gemacht hat, stört ihn nicht. Und so wird alles um ihn herum mit seinem Dreck überzogen. Sein Bier, seine Freunde, seine Frau. Überall klebt seine Spur. Alle sehen rot. Alle außer mir. Ich sehe den Regenbogen. Denn sobald unser Freund nicht mehr ist, kann er nichts mehr schmutzig machen. Alles ist sauber, alles ist perfekt. Verstehst du? Nein. Ein Ich-hasse-Verbrecher hätte gereicht. Ein Ich-hasse-Verbrecher hätte gereicht. So einfach ist es aber nicht. Mir geht es nicht in erster Linie darum, jemanden zu beseitigen. Das ist mir zu banal. Meine Profession ist Kunst. Und das Bild, an dem ich arbeite, hat klare Strukturen. Okay. Je mehr Leute das Ergebnis sehen, desto mehr bleiben im Rahmen. Aus Chaos wird Ordnung. Selbst hier im Krater. Dixon ist tot. Dixon ist tot. Und welche Garantie habe ich, dass du mir die Wahrheit erzählst? Soll ich umdrehen und sein Kadaver herschleifen? Ich amüsiere mich doch nur auf deine Kosten. Jeder weiß, wie dumm es ist, mich zu belügen. Gut, dass Dixon die Flügel gestutzt wurden. Und wer derart fleißig ist, gehört belohnt. Aha. Da, das gibt's auf die Hand. Oha. Viel Spaß. Okay. Schweigen ist eine Tugend. Keine Aufträge mehr? Okay. Interessant. Nehmen. Auftrag schreiben. Nero, erinnerst du dich noch an den Kerl von letzter Woche? Hab den Sack auf meiner Frau erwischt. Bin völlig ausgerastet. Hätte ihn am liebsten kalt gemacht. Aber für so einen Penner meinen Hals bei Hector riskieren will ich nicht. Kannst du mir das nicht abnehmen? Ich weiß, dass du das nicht öffentlich machen kannst, aber du bist doch vom Fach. Und wenn Hector dich erwischt, brummt er dir höchstens ein paar Splitter auf. Ich zahle für alles und leg noch was drauf. Okay? Interessant. Was haben wir hier? Dixi-Klo oder was? Wir gehen mal hier oben gucken. Kann man hier schlafen? Oh ja, wir können hier schlafen. Das ist geil.
Voll gemütlich hat er das hier, ne? Richtige Chill-Out-Lounge hier. Kasten Bier, Weintrauben. Fehlt nur noch der Käse. Und eine Truhe. Wir legen uns hier mal hin und schlafen bis zum nächsten Morgen. Nessie ist schon wach. Krass. Okay. Haben wir den Tag übersprungen. Oder beendet vielmehr. Gut, dann gehen wir wieder runter. So. Ich hatte echt gedacht, man kriegt von Dixon noch ein paar mehr Aufträge. Ich werde ihn nochmal anquatschen. Schweigen ist da. Ah, okay. Hier mal gucken. Flugberg der Kleriker? Ne, die hatten wir, glaube ich, aufgehangen, ne? Aber anscheinend gibt es hier nichts mehr. Gut. Dann würde ich sagen, hauen wir ab. Howler. Warte mal. Ist was? Ne, okay. Stöpsel? Hast du ein paar Tipps für mich? Hast du ein paar Tipps für mich? Übers Klauen? Klar, da kann ich dir einiges drüber erzählen. Allerdings wird dich das was kosten. Ist nicht ganz billig. Ach so. Das meiste davon muss ich sowieso abdrücken. Also, was willst du wissen? Ja gut, man kann hier bei ihm ein bisschen was lernen, aber da fehlen uns Lernpunkte, ne? Nicht bei diesem Lehrer. Nicht bei diesem Lehrer. Ja, okay. Ich habe was zu essen für dich. Ich habe was zu essen für dich. Wirklich? Hier, gebratenes Fleisch. Hier, nimm das Stück Fleisch. Danke. Okay. Wow, das ist ja mal so richtig scheiße. Das gefällt Nessie nicht. Nessie hat nicht mal ein Herz für Kinder, ne? Krass. Richtiges Miststück. Oh, oh, guck mal, da steht jemand. Wer ist das hier? Oh. Hello. Einer. Ah, den kennen wir ja, ne? Ja, den kennen wir. Wen haben wir hier? Outlaw. Was willst du hier? Oh, Kopfgeldjäger, guck mal. Momentan nicht. Momentan nicht, ja. Die sind wahrscheinlich hier auf der Suche. Hank. Ne, den greifen wir nicht an. Wir gehen nochmal hier was gucken. Da hinten steht jemand. Ich glaube, mit denen habe ich noch nicht geredet. Hast ja recht. Mach's gut. Yo, wo will er denn hin? Da. Ah, shit. Die können wir nicht ansprechen. Die sah so aus, weil die da so einsam und alleine stand. Mit ihrem fetten Bogen. Schade. Schade, schade, schade. So, warte mal. Was haben wir noch? Offene Rechnung. Okay. Ein Agent der Alps. Ich komme mit dieser Quest nicht weiter, ne? Das ist doch unfassbar. Beschädigte Armbrust, die nehme ich mit. Schrotmuni, Geld, Heiltrank, jawoll. Das ist immer gut. Honig, lecker, lecker. Alter Topf. Oh, Dino. Pfeile, Kartoffelsalat, Zigarette. Die Brille kann ich nicht nehmen, da wäre das Klauen, das ist ja komisch. Oh ja, Toilettenpapier. Ganz wichtig. Eine Grube löst viele Probleme. So, jetzt sind wir hier wieder im Suchbereich. Ah, ich glaube, die Quest ist verbuggt. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Wir versuchen einfach mal mitzugehen hier mit den ganzen Leuten.
Wir tun so, als würden wir dazugehören. Hey, hey, nicht so schnell. Ah, Mist. Der Deal war... Ja, okay. Okay, dann halt nicht. Mann, no. Outlaw. Ne. Hier kommen wir nicht weiter. Dann würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen und versuchen es in der nächsten Folge nochmal. Meine lieben Freunde, wir haben wieder ein, zwei Quests abgeschlossen. So mag ich das. Und wir hoffen mal, dass das in der nächsten Folge so weitergeht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Wir sehen uns bald wieder und dann geht's hier weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.